Guten Morgen und willkommen bei unserem Dachzelt-Heizungstest im Winter in Schweden. Nur ohne Dachzelt und ohne Heizung, weil wir viel länger in Hamburg waren, als wir gedacht haben und sich das alles nicht so ausgegangen ist wie geplant. Aber wenigstens sind wir in Schweden, auch wenn es schon März ist. Heute gleich kommen uns Anastasia und Sebastian besuchen, die die letzten 5 Wochen unterwegs waren in Skandinavien und Finnland. Und die einen ganz ähnlichen Defender wie unseren haben. Auch einen blauen, auch selbes Baujahr. Und ja, sie haben so ziemlich die Reise gemacht, die wir vorhatten. Und jetzt sind sie da und wir werden ein bisschen auf der Farm spazieren. Und am Abend dann Feuer machen und grillen. Und morgen werden sie dann weiterfahren. Die beiden haben ihre Reise auch gefilmt und auf YouTube gestellt. Die könnt ihr finden unter die Exploring Defender. Ihr könnt auch einfach in der Beschreibung schauen. Guten Morgen, wir hatten es schön warm in der Hütte und jetzt werden wir mal draußen unseren neuen Kocher ausprobieren. Beim Gaskocher gab es ja Probleme mit dem Gas, dass wir das irgendwo kaufen konnten und dann haben wir uns für eine andere Lösung eben entschieden. Der ist jetzt völlig geräuschlos, ein Spirituskocher und ist recht windanfällig, aber so funktioniert ausgezeichnet. Obwohl es um die 0 Grad hat, kocht die Milch trotzdem schon gut. Es ist so super schön gerade, vor allem weil die Luft ist so schön frisch und kalt und man ist trotzdem sehr, sehr warm. Und der Ausblick ist einfach so schön. Man sieht so klar und so weit und überall, wo man hinschaut, ist es urschön. Ich könnte echt ewig da drinnen bleiben. Ich weiß nicht, wie lange das Pool warm bleibt, wenn man das so abgedeckt hat, aber sonst könnte ich wahrscheinlich den ganzen Tag hier bleiben. Die beiden fahren jetzt wieder. Das war sehr nett, dass sie da waren und das war auch sehr schön mit ihnen. Magnus hat uns vorgeschlagen, Eisfischen zu gehen. Und wir testen jetzt mal, ob das Eis gut genug ist. Und wenn ja, dann ziehen wir uns Kleid an und gehen Eisfischen. Und wenn nicht, dann haben wir es mal ausprobiert. Und dieses Bändchen, das Kari und ich beide um den Hals haben, weil wenn man reinfällt, kann man das so rausziehen. Da ist so ein Dorn dran und da kann man sich quasi so dass man sich was zum Festhalten hat. Das ist der Bohrer, mit dem man das Loch bohrt, um zu schauen. Und er hat gemeint, es soll 10 cm mindestens gutes Eis sein, also festes Eis. Dann noch der Stock, um überhaupt zu testen. Und das ist noch so eine Sicherheitsschnur, die ich trage. Es fühlt sich so komisch an, hier auf diesem See zu gehen, weil ich kenne das halt nur, es ist offiziell von der Feuerwehr freigegeben oder nicht. Und jetzt ist es halt so, schaut mal, ihr habt den steckenden Bohrer. Probier es mal hier. 10 Meter von der Küste hat er gemeint. Das ist schon gute 30 cm dick. Wir haben jetzt den Rest geholt, uns alles angezogen, was wir haben. Und setzen uns jetzt in die Mitte vom See. Das sind voll die Spuren. Die gehen so quer rüber. Es hat gerade zu schneien begonnen. Fast waagrecht, weil wir halt auf dem See sind. Nichts gibt, was den Schnee aufhält. Der Bohrer ist ganz cool, weil der hat unten so 2 scharfe Schneiden und das schabt das Eis richtig ab. Also es ist wirklich extrem scharf und voll cool. Bist du durch? Ja, ich bin durch. Muss ich noch wieder rauskriegen. Aha. 30 cm. Ja, das geht. Ja, das passt. Hast du schon was gespürt? Nein, außer Kälte auf meinen Füßen nichts. Das ist echt ein seltsames Hobby. Ich habe Magnus vorher gefragt,
ob es im Winter denn leichter ist, als im Sommer Fische zu fangen. Also nein, es ist viel schwerer. Und dann setzt man sich draußen bei Minusgraden auf den See und hält einfach eine viel zu kurze Angel rein, die einen komplett lächerlich aussehen lässt. Hat man so Automaten bekommt und wartet einfach bis einem eiskalt ist und dann geht man wieder nach Hause. Ich habe gar nichts gespürt. Jetzt schneit's gerade. Jetzt schneit's richtig, ja. Schön. Und wie war's? Ich fand es ganz spannend eigentlich, vor allem zuerst einmal aufs Eis rausgehen und so, aber schon ein bisschen kalt. Ja, von jetzt wissen wir ja, dass es 30 cm dick ist, aber am Anfang war es noch nicht gar nicht sicher, wie dick es ist. Ja, genau. Wieder aufwärmen. Wieder aufwärmen, ja. Mittlerweile ist die Hütte auch schon recht angenehm warm bei 24 Grad. Aber halt immer, wenn man die Tür aufmacht, wird es immer so 1-2 Grad kälter gleich. Und der Nachteil ist halt, dass auch wenn man sich drinnen halt wohl fühlt und nicht so dick angezogen ist, immer wenn man rausgeht, muss man sich halt mehrere Schichten anziehen. Aber zum Glück ist das Badhäuschen auch nicht warm, aber zumindest nicht kalt. Boah, es liegt schon so viel Schnee. Ja, es knarzt schon richtig. Gute Nacht. Guten Morgen. Es hat über Nacht geschneit, aber es ist jetzt ziemlich warm, das heißt, es taut alles wieder sofort. Es ist so extrem nasser Schnee jetzt, aber es sieht trotzdem noch ziemlich schön aus, dass jetzt alles so ein bisschen angeschneit ist. Obwohl das Wetter nicht ganz so schön ist, es nieselt so. Gehen wir trotzdem ein bisschen spazieren, weil es ist ganz windstill, voll schön eigentlich und die Luft ist so gut. Und es ist gefühlt noch wärmer, also logischerweise, weil jetzt regnet es, also schneit. Und es ist so schön zum Spazieren gehen. Stays standing.
Pferde sind so angenehm warm und flauschig. Und sind so lieb. Das sind die jüngsten Pferde. Und ja, man darf immer hineingehen und sie streicheln. Das ist so süß. Und zwar vorletzten Sommer hatte ich halt immer so Ausschlag und allergische Reaktionen auf die Pferde. Und wir wussten ja halt nicht, ist es das Streu, sind es die Pferde, ist es einfach der Sommer. Und jetzt haben wir es halt in nassem, kaltem, streufreiem Wetter probiert, dass ich gestern die Pferde gestreichelt habe. Und ich hatte trotzdem die allergische Reaktion und den Ausschlag. Also, ja, bin leider auf Pferde allergisch. Aber ich habe trotzdem meine Tiere, die ich streicheln kann. Und das ist so cool, also dieser Baum da ist einfach so schon vermoost und schon so wirklich nicht nur normale Flechten, sondern wirklich schon so richtige Kunstwerke der Natur wachsen da heraus. Und das sieht man ganz oft, das Holz einfach so vermoost ist und irgendwie so schön zu sehen. Und oh, diese frische Luft die ganze Zeit. Das ist echt schön. Das schaut so ganz anders aus als letztes Mal. Ja. Da ist der Quad-Anhänger. Voll. Limbo? Geht sich nicht aus, oder? Nein. Vielleicht springen. Boah. Und da ist der Defender. So schön. Ja. Passt auch so gut hier rein. Obwohl ein Volvo wird auch gut passen. Bei der schwedischen Milch steht drauf, zu verbrauchen bis 9. März. Und unten steht drauf, oft auch noch gut danach. Wow. Und das ist einfach so. Schweden ist einfach so Vorreiter in so vielen Dingen. Den ganzen Tag hat es geregnet und jetzt am Abend hat es so schön aufgeklärt und man sieht sogar noch ein bisschen den Sonnenuntergang. Das ist wunderschön. Magnus und Fia waren heute in Karlstadt und haben dort Pizza mitgenommen. Und vorher haben wir besprochen, dass wir am Abend zu ihnen kommen und Pizza essen. Und gerade hat uns ein SMS geschrieben, Pizza Time! Jetzt ziehen wir uns an und gehen hinüber und freuen uns schon sehr.